Es ist kurz vor um 7, wir sind noch halb am Schlafen, aber das ist gar nicht so schlimm, weil nach Oberwiesenthal und auch nach Klingenthal und Schöneck fährt uns ja der liebe Busfahrer und wir können noch ein bisschen schlafen und danach haben wir viel Spaß. So, wir sind jetzt hier angekommen in Oberwiesenthal. Bei mir sind unser lieber Busfahrer und unser Reiseleiter. Sie machen das jetzt schon eine Weile. Wie sind denn die Fahrten nach Oberwiesenthal? Ist das anders als normale Busfahrten? Ja, es sind erstens mal alles entspannte Leute, die hier viel Spaß erwarten. Und den Spaß machen wir mit, gern. Sehr schön. Und was erwartet uns jetzt hier? Ja, nach der Busfahrt hier nach Oberwiesenthal, wo wir dann immer in Vormittagsstunden ankommen. Meistens auf dem Fichtelberg, es sei denn, er ist gesperrt, haben die Fahrgäste dann bis 17 Uhr Zeit. Also insgesamt 7 Stunden, wenn sie das logisch ein bisschen planen. Dann können sie mit ihrem Skipass alle Bahnen, also Fichtelberg, Schwebebahn, die ganzen Sessellifte und so mit nutzen. Und dann natürlich sich in die Tiefe stürzen mit Snowboard, mit Ski, mit was auch immer. Und wer das nicht so mag, der kann gerne noch eine Wanderung machen. Wir bieten das ja auch nur für die Wanderer an. Da kann man also ringsrum hier um das gesamte Skigebiet marschieren. 41 Kilometer Fußweg oder Wanderwege sind hier meistens frei. Man kann über die Tschechei zurückkommen. Man kann, ja, was auch immer, man kann vom Fichtelberg runter marschieren. Das ist alles, es ist nichts irgendwie eingegrenzt. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal herzukommen. Die Leute kommen auch alle relaxed hier zurück. Wer Eisenbahnfan ist, kann zum Beispiel auch mal mit der Fichtelbergbahn fahren, mit der Schmalspurbahn nach Granza hin und zurück. Das ist auch ein schönes Erlebnis, gerade durch den Winterwald. Deswegen bieten wir es ja sicherlich auch an. Und zum Schluss des Tages ist dann immer noch ein kleiner Service aufgebaut. Da gibt es noch ein bisschen Glühwein und mit und ohne Schuss natürlich. Ne? Oder ein anderes Heißgetränk. Und wer natürlich lieber ein Bier mag, auch das ist an Bord. Okay, super. Wir haben gehört, es ist für jeden was dabei, also wirklich alles, was man sich denken kann. Ich freue mich jetzt erstmal auf einen sportlichen Tag und hinterher auf ein alkoholfreies Heißgetränk. So, ich habe mich jetzt in meine Skikluft geschmissen. Ich bin ein paar Jahre nicht gefahren, deswegen werde ich es erstmal mit den seichten Abfahrten versuchen. Wir werden heute aber auf jeden Fall auch noch mit dem Sessellift hoch auf den Fichtelberg fahren und mal ordentlich runterfahren. Versprochen sind wir jetzt bei der geselligen Glühweinrunde danach. Neben mir sind zwei bekannte Gesichter, der Herr Herzog und die Frau Kästner aus dem Service Center, heute aber ganz privat hier. Herr Herzog, wie war denn der Tag für Sie? Ja, sehr schön. Sehr gut organisiert von der Leerbus. Man muss auch sagen, es hat super geklappt, super Wetter, also alles in allem sehr gut. Sehr schön. Und Frau Kästner, ich war Skifahren, was haben Sie gemacht? Wir sind heute vom Fichtelberg runtergelaufen, waren bei den Tschechen gewesen. Natürlich kann man neben diesem auch noch Snowboard fahren, Skifahren, alles Mögliche machen. Also es gibt wirklich sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sehr schön. Also wirklich für jeden was dabei. Wer jetzt Blut geleckt hat, der kann auch bis zum 9.3. mit der Leobus hier nach Oberwiesenthal oder auch nach Klingenthal fahren. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.leobus.de.